Herzlich willkommen draußen in der Welt zu unserem letzten Stream aus dem Zelt der Highlights der Physik. Mein Name ist Jens Kube und in der nächsten Stunde freue ich mich, unsere beiden Gäste hier heute Abend für Physik aus der Ausstellung vorstellen zu können. Ich höre auch schon, es ist Freitagabend, wir sind hier in Würzburg mitten auf dem Marktplatz und man hört, außerhalb unseres Zeltes ist doch relativ viel Leben hier. Die Pandemie neigt sich dem Ende entgegen, die Menschen feiern und ich hoffe, sie feiern so, dass unser Zelt am Ende noch steht. Also wenn ihr Stimmen hört am Ende, das liegt nicht in eurem Kopf, sondern an unserem Zelt. Ja, ich begrüße als erstes Wolfgang Kinzel von der Universität Würzburg. Sie wollen uns was erzählen über künstliche Intelligenz. Naja, also ich will Ihnen etwas erzählen über neuronale Netze. Und interessanterweise kann man mit den Methoden der theoretischen Physik etwas dazu sagen. Und das können Sie, weil Sie als theoretischer Physiker geforscht hatten, gearbeitet haben. Ich bin theoretischer Physiker. So wie Albert Einstein und Angela Merkel. Ne? Ah ja, genau. Sie waren an der Universität Würzburg bis vor 7 Jahren. Jetzt sind ja, ich Sie bin immer noch Sie an der Universität. Ich bin immer noch Seniorprofessor und halte Vorlesungen für die Lehramtsstudenten. Ah, sehr schön. Aber vor 7 Jahren wurde ich pensioniert und da habe ich dann die Forschung langsam ausklingen lassen. Okay. Jetzt geht es nur noch um die Lehre, prima. Um die Ausbildung unserer zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer. Damit die auch was über neuronale Netze wissen und über andere deswegen erzähle ich denen. Themen auch. Genau. Gut, es geht los mit Ihrem Vortrag über die, wie hieß es im Original, Physik der künstlichen Intelligenz. Das ist der Titel Ihres Vortrags. Wenn ihr im Chat Fragen habt, wir sammeln die im Laufe des Vortrags und am Ende werde ich die Herrn Kinzel stellen und ja, so wie wir das die anderen beiden Tage hatten, entspannt sich daraus ja häufig eine ganz brauchbare Diskussion und Erweiterung. Die Bühne ist Ihre. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Ja, danke sehr. So, guten Abend zusammen. Nun, als ich vor 50 Jahren Physik studiert habe, Sie sehen, das haben Sie davon, wenn Sie einen Seniorprofessor einladen. Also, als ich vor 50 Jahren Physik studiert habe, da nannte man einen Computer ein Elektronengehirn. Nun, ein Computer verarbeitet Informationen mit elektrischen Strömen und elektrischen Schaltern. Aber was hat das jetzt mit dem Gehirn zu tun? Nun, Sie haben zu diesem Vortrag 100 Milliarden Nervenzellen mitgebracht, Neuronen mitgebracht. Und das ist auch so eine Art von elektrischen Schaltern. Denn Information wird auch verarbeitet mit elektrischen Strömen, mit elektrischen Pulsen und jedes Neuron, jede Nervenzelle reagiert auf diese elektrischen Pulse. Also damals dachte man, man muss einfach nur das Programm wissen und den Algorithmus kennen und schon hat man das Gehirn verstanden. Aber seit der Zeit hat sich natürlich viel getan in der Forschung, auch in der Neurobiologie. Und es wird immer deutlicher, ein Gehirn funktioniert ganz anderes als ein herkömmlicher Computer. Ja, und es ist immer noch unverstanden und es ist immer noch rätselhaft, wie das Gehirn überhaupt funktioniert auf der Basis von eben elektrischen Strömen und elektrischen Schaltern und natürlich die Biochemie, die dann da auch noch mit einer Rolle spielt. Nun, zum Beispiel, was ist noch unverstanden? In der Neurobiologie gibt es einen Begriff, die Großmutterzelle. Gibt es also eine Nervenzelle, die nur dann feuert, wenn Sie Ihre Großmutter sehen, ja, und sonst nicht. Oder wo ist Ihre Großmutter überhaupt gespeichert? In einem Neuron oder im ganzen Netz verteilt? Ja, völlig unbekannt noch. Oder wie ist überhaupt Information kodiert? In der Impulsrate oder wirklich in den Impulsintervallen? Und wie wird das überhaupt gespeichert? Ja, man weiß, es gibt einen Kurzzeitspeicher und einen Langzeitspeicher. Also wie wird das übertragen? Und also das Gehirn, und natürlich, wenn wir zu Begriffen kommen wie Denken, Kreativität, Bewusstsein, freier Wille, dann ist es natürlich völlig unverstanden, wie das geschieht. Nun, man versteht also nicht das Gehirn, aber trotzdem versucht man,
davon zu lernen und versucht eben Computer zu bauen, Algorithmen zu erzeugen, die sowohl von der Struktur als auch von der Funktion vom Gehirn lernen. Und diese Algorithmen nennt man neuronale Netze und die spielen halt eine große Rolle in der künstlichen Intelligenz. Ja, das wichtigste Werkzeug in der künstlichen Intelligenz sind wirklich diese neuronalen Netze. Und Neurocomputer auch genannt oder maschinelles Lernen oder eben jetzt, wenn es strukturierte Netze sind, nennt man es jetzt auch Deep Learning. Also im Moment ist ja ein großer Boom. Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, irgendwo lesen Sie sicher was von künstlicher Intelligenz. Oder jetzt bei der Wahl, ne, auch Politiker reden, da spielt auch künstliche Intelligenz eine Rolle. Oder, und da gibt es ja sehr viele eindrucksvolle Beispiele auch. Da gibt es ja auch andere Vorträge hier bei den Highlights der Physik, die das deutlich gemacht haben. Aber ich will mich darauf konzentrieren, was kann die theoretische Physik, die Festkörperphysik sagen zu diesen Algorithmen, zu diesen neuronalen Netzen. Also Lernen durch Beispiele, maschinelles Lernen. Nun, mein Arbeitsgebiet, habe ich ja schon gesagt, ist die Festkörperphysik, die Vielteilchenphysik. Wir versuchen also, das kooperative Verhalten von Atomen und Molekülen zu verstehen. Ja, mit Hilfe mathematischer Werkzeuge. Zum Beispiel ein Beispiel ist der Magnetismus von Eisen. Der Magnetismus von Eisen, wenn Sie wissen wollen, wie die magnetischen Momente sich ordnen, obwohl sie durch thermische Bewegung immer wieder umgedreht werden. Ja? Also jedes Eisenatom hat ein magnetisches Moment und diese magnetischen Momente sind im Wärmebad und Sie wollen wissen, wie können die sich bei tiefen Temperaturen, bei Eisen unter 770 Grad Celsius, wie können sich die ordnen? Nun, diese magnetischen Momente, die wechselwirken miteinander, also die Energie ist günstiger, wenn die parallel stehen und ungünstig, wenn die antiparallel stehen. Also die Energie spielt dann eine große Rolle, wenn man das beschreiben will. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Begriff, um diese Wechselwirkung, um diesen Magnetismus zu beschreiben. Das ist die Entropie. Die Entropie, das ist ein Maß für die Unordnung, hat etwas mit Wärme zu tun oder mit Anzahl der Konfigurationen, die es für eine gewisse Energie gibt. Ja, und dieser Phasenübergang, diese Strukturordnung, die geschieht durch den Wettbewerb zwischen Energie und Entropie. Ja, bei tiefen Temperaturen gewinnt die Energie und dann richten die Spins sich aus, trotz thermischer Bewegung. Bei hohen Temperaturen gewinnt die Entropie und es gibt keine Ordnung. Und diese Werkzeuge, die das beschreiben, die mathematischen Werkzeuge, die gibt es schon seit 120 Jahren, ne? Angefangen bei Boltzmann und eben über die Jahrzehnte halt weiterentwickelt. Ja, mit der Entropie kann man zum Beispiel auch den Wirkungsgrad von Kraftwerken beschreiben, ne? Also das eben in der Thermodynamik. Aber man kann eben auch viel damit ausrechnen. Nun, was hat das Ganze jetzt mit einem neuronalen Netz zu tun? Nun, wenn Sie ein neuronales Netz verstehen wollen, also ein Netz von 100 Milliarden Nervenzellen, die miteinander wechselwirken. Ja? Eine Nervenzelle in ihrem Kortex hat Kontakte zu 10.000 anderen, ja? empfängt Signale von 10.000 anderen. Also ein kompliziertes Netzwerk. Und wenn Sie das mathematisch beschreiben wollen, da haben Sie natürlich große Probleme, weil ein einzelnes Neuron ist ja schon ein kompliziertes biologisches Gebilde. Aber da machen sich die Physiker sich das Leben einfach. Sie abstrahieren einfach und sagen, okay, ein einzelnes Neuron modelliere ich mal einfach durch eine Zahl, plus 1 oder minus 1 oder 1 oder 0.
Plus 1 heißt, das Neuron feuert Impulse. Minus 1 heißt, es feuert keine Impulse. Ja, und diese Neuronen wechselwirken natürlich. Wenn es Impulse sendet, dann laufen die Impulse zu den anderen Neuronen, mit denen es gekoppelt ist, gehen über einen synaptischen Spalt, also über und bewirken auf der anderen Seite wieder ein elektrisches Potenzial. Und sie senden Ströme aus, Impulse aus, die laufen durch die Synapse, durch die Kontaktstelle, da findet komplizierte Biochemie statt. Und auf der anderen Seite wird aber wieder ein Potenzial aufgebaut und so werden alle diese Signale gesammelt. Es gibt also auch Kopplungen. Ja? Wenn ein Neuron feuert, sendet es Signale aus. Und wenn die Summe der eingehenden Signale größer ist als ein Schwellwert, dann sendet das Empfangende, das Neuron, was die Signale empfängt, sendet wieder selber Signale aus oder sonst eben auch nicht. Also das ist das einfache Modell. Ja, wir haben also hier ein Netzwerk von plus minus 1 und die Kopplung, die modellieren wir einfach durch reelle Zahlen. Und die Frage ist, was kann das Netzwerk Interessantes machen? Nun, die Kopplung, die passen sich halt an Beispiele. Ja? Sie geben dem Netzwerk Daten, sie geben dem Netzwerk Muster und passen die Kopplung an die Muster an, sodass die Muster stabil werden in dem Netzwerk. Und dann kann man aber nicht nur ein Muster speichern, sondern man kann ganz viele Daten, ganz viele Muster in diesem Netzwerk der Kopplung speichern. Ja, und mit den Methoden der Festkörperphysik, Wettbewerb zwischen Energie und Entropie, was ist die Energie? Die Energie ist der Lernfehler. Ja? Also welchen Fehler machen Sie, wenn Sie Daten speichern durch Anpassen der Kopplung? Und die Entropie ist die Zahl der Neuronenzustände, die Sie haben für gegebenen Lernfehler. Ja, und dann haben Sie wieder den Wettbewerb zwischen Energie, also Lernfehler, und Entropie, also Unordnung, Zahl der möglichen Neuronenkonfigurationen. Und das kann man wieder mit den Methoden der theoretischen Physik behandeln. Das wurde 1980 gezeigt. Und seit dieser Zeit war mein Lehrstuhl dann auch immer dabei. Und es hat uns da sehr viel Spaß immer gemacht, die Eigenschaften von neuronalen Netzen analytisch zu berechnen. Ja, die theoretischen Physiker freuen sich ja immer, wenn sie eine einfache Formel haben, eine einfache Gleichung haben, wenn sie es alles analytisch rechnen können. Und tatsächlich für unendlich große Netzwerke konnten wir das dann analytisch berechnen. Und was haben wir denn zum Beispiel da analytisch berechnet? Zum Beispiel die Frage, wie viele Muster kann man gleichzeitig im Netz der Kopplung speichern? Ja, das kann man analytisch berechnen. Sie haben ein Netz, jeder koppelt mit jedem, die passen sich an die Muster. Wie viele Muster kann man speichern? Die Antwort ist, wenn das Netz n Neuronen hat, kann man 2n Muster in diesem gesamten Netz der Kopplung speichern. Wir haben aber auch Phasenübergänge gefunden, genau wie beim Magnetismus. Das heißt, wenn man mehr speichert, funktioniert dieses Netz plötzlich nicht mehr. Das ist sogar ein unstetiger Phasenübergang, ein Phasenübergang erster Ordnung, wie die Physiker sagen, den man eben auch beim Magnetismus beobachtet manchmal, also bei einigen Systemen. Oder was haben wir noch ausgerechnet? Wie viele Beispiele muss ein Netz lernen, um eine unbekannte Regel zu erkennen? Das werde ich gleich mal vorführen hier, wie das geht. Die unbekannte Regel, das sind Sie. Und das Netz versucht dann, das einfache Netz versucht, Sie zu lernen, ja, anhand von Beispielen. Also wie viele Beispiele muss ein Netz lernen, damit es eine Regel erkennt, damit es also eine unbekannte Eingabe richtig wieder klassifiziert, richtig wieder abbildet. Ja, also auch die Anwendungen, die modernen Anwendungen funktionieren einfach so. Sie geben Eingabemuster raus, sie haben Ausgabe und das Netz lernt.
lernt diese Eingabe-Ausgabe und dann bekommt es halt eine Eingabe, die es vorher noch nie gesehen hat und muss eine richtige Antwort geben oder eben auch eine falsche, eine fehlerhafte Antwort. Ne? Also dieser Verallgemeinerungsfehler als Funktion der Zahl der gelernten Beispiele, das ist etwas, was man eben auch analytisch ausrechnen konnte. Auch bei dem Lernen durch Beispiele haben wir einen Phasenübergang gefunden. Wenn zum Beispiel die Kopplungen nicht kontinuierlich sind, sondern nur plus minus wieder sind, dann findet sogar noch ein Phasenübergang statt. Wenn das Netz perfekt eine gewisse Anzahl von Beispielen gelernt hat, kann es perfekt verallgemeinern, kann es perfekt diese Regel erkennen. Ne, also alle diese Dinge haben wir damals untersucht und wie gesagt, dass wir fanden das spannend, dass man mit den Methoden der statistischen Physik, der Festkörperphysik, dann unendlich große, interessanterweise nur, unendlich große neuronale Netze analytisch berechnen kann. So, die Kirchturm schlägt gerade, deswegen wechseln wir jetzt mal zum Computer. Das Zeichen, ne, dass 15 Minuten vorbei sind. Die Kirche, der macht da mit. So, ist es sichtbar, das neuronale Netz? Gut. Also, hier haben wir so ein einfaches neuronales Netz, was Perzeptron genannt wird. Ups. Hier sind die Neuronen, hier oben und hier unten ist, also das sind die Eingangsneuronen, 10 Stück. Hier unten ist das Ausgangsneuron, ein Ausgangsneuron und in der Mitte sind die Kopplungen. Ja, hier sehen Sie die Kopplung, die Kopplungsstärken. Also hier dieses Neuron, das ist also in dem Zustand 1 oder 0, im Moment 0, also das Neuron ruht, 1 das Neuron feuert und dieses Neuron sendet jetzt das Signal, gewichtet hier mit der Stärke der Kopplung an dieses Neuron. Und Sie sehen, Sie haben positive Kopplungen und negative Kopplungen, das habe ich eben vergessen zu sagen. Auch in Ihrem Gehirn gibt es Synapsen, die verstärken und Synapsen, die hemmen. Es gibt erregende und hemmende Synapsen und dieser Wettbewerb zwischen Erregung und Hemmung, zwischen positiven und negativen Kopplungen, der macht die interessanten Eigenschaften des Gehirns. Gut, also hier haben Sie dieses neuronale Netz mit Einsen und Nullen und hier sind diese synaptischen Stärken, also die Kopplung. Und jetzt werden alle diese Signale, also der Zustand des Neurons wird multipliziert hier mit der Kopplung und alle diese Signale werden dann aufsummiert und wenn die Summe einen Schwellwert überschreitet, dann ist dieses Neuron hier unten rot. Oder wenn es eben nicht überschreitet, dann ist es grün, also entweder feuert es dann oder es ruht. Und die Frage ist, kann ein solches einfaches Netz, also die Netze, die natürlich zu diesen eindrucksvollen Anwendungen führen, wie Schachgroßmeister schlagen oder was auch immer es da so gibt, die sind natürlich Mehrschichtnetzwerke und ein bisschen komplizierter aufgebaut, aber im Prinzip sind die auch so, ne? Also wie dieses einfache Netz hier. Also einfach nur eine Eingabe und eine Ausgabe. Eingabe hier in einem zehndimensionalen Raum, Ausgabe nur plus, also 0, 1. Ja. Die Frage ist, kann ein solches Netz was Einfaches machen? Und das Netz lernt durch Beispiele. Wie lernt es an? Durch Beispiele? Indem es halt hier die Eingabe, das Eingabebit nimmt und das Ausgabebit nimmt, die miteinander multipliziert und dann diese synaptischen Stärke ein bisschen entsprechend ändert. Also auch eine ganz einfache Lernregel. Ja, also in der Biologie hat man das auch festgestellt. Die synaptische Stärke ändert sich aufgrund der Aktivität an den beiden Enden des sendenden und empfangenden Neurons. So ähnlich machen wir das hier auch. Also, alle, die programmieren können, die sehen sofort, das sind 4 Zeilen Computerprogramm, die hier sind. Ne? Und die Frage ist, können 4 Zeilen Computerprogramm was Interessantes machen? Ja?
Und ich behaupte jetzt, Sie können menschliche Reaktionen vorhersagen. Also, wie geht das? Geben wir mal einen Rhythmus ein jetzt. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und dann versucht also das Netz jetzt hier eine Vorhersage zu machen, was werden Sie als nächstes eingeben. Ja? Also Sie geben eine Folge von 1, 0 ein, hier jetzt rhythmisch. Und dann versucht das Netz eine Vorhersage zu machen, was werden Sie als nächstes eingeben. Und hier wird die Trefferrate gezeigt, also wie viel Prozent waren richtig, wie viel Prozent waren falsch. Nun, dann nimmt das Netz das Bit, was Sie gerade eingetippt haben, setzt das unten auf das Ausgabebit und lernt dieses Beispiel. Ja? Also Sie haben eine gewisse Reihe eingegeben, Sie haben ein neues eingegeben und die Kopplungen passen sich ein bisschen an das, was Sie gerade eingegeben haben. Ja, also es lernt online sozusagen. Und dann macht es eben damit dann wieder eine Vorhersage für das nächste Bit, was dann eingegeben wird. Also hier 1,0 ist klar 1,0. Sie sehen die Kopplung, jetzt ändern sie sich wieder, die Kopplung ändert sich nicht und wenn die sich nicht ändert, heißt es wird perfekt vorhergesagt. Ne? Und die Trefferrate geht langsam auf 100% natürlich hoch. Dann, ne? Aber wenn ich den Rhythmus ändere, 1,1,0, 1,1,0, 1,1,0, 1,0, 1,1,0, dann dauert es wieder ein bisschen. Und dann wackeln die Kopplungen nicht mehr. Das heißt, es hat dieses 1,1,0 wieder perfekt gelernt und macht eine Vorhersage für diesen Rhythmus. Es hat aber den alten Rhythmus noch nicht vergessen. Denn es wird alles nur aufaddiert hier in den Kopplungen. Ja? Also alles, was Sie vorher hatten, ist kein Vergessen drin hier in dem Spielchen. Ja? Also es lernt dann sehr viel schneller wieder diesen 1-0. Ne? Es erinnert sich dann sehr viel schneller wieder an den alten Rhythmus. Und es geht nicht nur mit diesen einfachen Rhythmen, sondern man kann einen Rhythmus, mehrere Rhythmen der Länge 20 hier bringen, die das Netz perfekt lernen kann. Ne? Das haben wir analytisch mal ausgerechnet. So, die Frage ist, was passiert, wenn Sie jetzt Zufallszahlen rüberlaufen lassen? Nun, Sie haben ja nur zwei Möglichkeiten, ne? 1 oder 0, also dann geht die Trefferrate nach 50%, ne? bei zufälligen Zahlen. Und die Frage ist natürlich, was passiert jetzt, wenn Sie versuchen jetzt selber Einsen oder Nullen einzutippen. Ne? Möglichst so, dass keine Vorhersage möglich ist. Und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind schlauer als diese Vierzeilen-Computerprogramm und dann wissen Sie ja, was er als nächstes sagen wird und sagen genau das Gegenteil. Ne? Also dann können Sie es unter 50% drücken, wenn Sie schlauer sind als dieser Vierzeilen-Computerprogramm. Wenn Sie ein guter Zufallszahlengenerator sind, kommen genau 50% raus. Ja? Oder wenn diese Vierzeilen-Computerprogramm schlauer sind als Sie, dann kommt eben was raus, was größer ist als 50%. Ne? Und Sie können das mal mit spielen, also entweder auf unserer Webseite, in der Theoretischen Physik 3 in Würzburg, da ist es das hier drauf. Oder Sie können das auch, das Perzeptron, allerdings mit C, das Perzeptron C in Google Play Store auf Ihr Handy laden. Ja? Also das geht auch, können Sie selber mitspielen. Und na gut, also ich kann natürlich hier eine Weile mal rumtippen und es ist sehr schwierig jetzt hier diese Trefferrate von 75%, die ich eben hatte, wieder runterzukriegen. Und jeder Student, der sich bei mir in meinem Büro verirrt, der mich besucht, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit getestet, ja, ob er berechenbar ist oder nicht berechenbar ist. Und hier ist das Histogramm. Ja? Also hier ist die Trefferrate zwischen 50% und 100%. Und hier ist die Anzahl der Studenten, die diese Trefferrate hier hatten. Und Sie sehen eine Art von Gauss-Verteilung mit einem Mittelwert von 65%. Also 4 Zeilen
Computerprogramm sind also schon in der Lage, auch menschliche Reaktionen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen. Ich habe natürlich auch versucht, da ein bisschen Gesetzmäßigkeiten zu finden. Also meine Theorie war ja, dass Frauen unberechenbarer sind als Männer. Ich muss das wissen, ich habe schließlich 3 Töchter. Aber leider gab es da also viele Gegenbeispiele, sodass diese These nicht haltbar ist. Oder ich habe mal gedacht, dass Musiker eigentlich berechenbarer sind als Nichtmusiker, weil Musiker haben ja einen Rhythmus in den Fingern. Ne? Und so ein Rhythmus erkennt dieses Netz also sehr schnell. Ne? Aber auch das hat nicht gestimmt. Okay, also hier fehlt noch die Theorie dazu, die Psychologie dazu. Aber es ist ein schönes Spielchen, um mal das Prinzip der neuronalen Netze, also dem wichtigsten Werkzeug der künstlichen Intelligenz, mal ein bisschen zu demonstrieren und ein bisschen kennenzulernen. Gut, das war's, was ich sagen wollte. Vielen Dank, Herr Kinzel. Dieses Perzeptron, was Sie jetzt gezeigt haben, Das ist ja quasi so eine einfachste Form dieses großen neuronalen Netzes. Jetzt habe ich verstanden, wir hatten gestern im Science Slam eine Informatikerin, die über künstliche Intelligenz arbeitet, dass dieses Deep Learning ja auch in mehreren Schichten solcher Perzeptrone stattfindet. Ist es da so, dass man in diesen Schichten eine Erinnerung an die Großmutter oder an den Rhythmus wirklich ausmachen kann? Kriegt man das raus? Naja, das Problem heutzutage bei den neuronalen Netzen ist, sie können zwar gut die Beispiele lernen, ja, und können da eine Menge erreichen, sicher auch besser Zeitreihen vorherzusagen als dieses simple Perzeptron. Aber das Problem ist, man weiß noch nicht, warum die das lernen. Ja? Also man sieht noch nicht, was ist denn wirklich die Struktur, ja? Und bilden die wirklich irgendwelche Vorstellungen, irgendwelche Konzepte oder was? Das ist noch unbekannt. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, diese neuronalen Netze einzusetzen. Ja, ein Banker hat mir mal erzählt, also schon vor vielen Jahren, wenn er diese neuronalen Netze eingesetzt hätte, um die Kreditwürdigkeit von Bankkunden zu beurteilen, dann hätten die viel Geld gespart. Ja, er hat das mal laufen lassen über seine alten Daten. Aber sie können einen Kunden nicht abweisen, weil sie ihm sagen, ja, da gibt es so einen Algorithmus und der sagt, sie sind nicht vertrauenswürdig. Ja? Also das geht nicht. Genauso medizinische Diagnosen. Ne? Sie können nicht einfach sagen, ja, das Netz sagt, Sie haben die und die Krankheit. Also haben Sie die auch. Also das Spannende ist, wir sind in einem Zustand, wir wissen, es funktioniert irgendwie, aber wir wissen nicht wirklich, warum. Genau. Es ist irgendwas, was in der mathematischen Struktur inhärent ist, sowohl beim Gehirn als auch bei den Deep Learning Netzen. Naja, das Gehirn, würde ich sagen, ist was anderes als Deep Learning. Ne? Deep Learning ist ja immer noch Feed-Forward, ne? Also gerichtete Netz. Während das Gehirn ist ja wirklich ein Netz, wo jeder mit jedem wieder wechselwirkt und was wirklich rekurrent wieder auch zurückgeht. Und das Gehirn lernt auch nicht einfach von Beispielen, sondern macht sich immer noch Bilder, Muster von seiner Umgebung. Ja? Und ich würde sagen, das kann das Netz heutzutage noch nicht. Ab wann kann man davon sprechen, dass so ein Netz auch Fantasie entwickelt, als Vorhersagen macht, die dann wiederum Muster enthalten? Ja, also soweit ich weiß, sind diese Netze immer noch gut in ganz speziellen Aufgaben, ne? Wenn sie wirklich für eine spezielle Aufgabe trainiert werden. Aber sie können noch nicht verallgemeinern und Zusammenhänge erkennen, wie der Mensch das kann. Ne? Also selbst ist ja auch schon schwierig, einfach nur einen Roboter zu bauen, der in den Hörsaal reingeht und sich einen leeren Platz sucht. Ne? Also es gibt einen Roboter wahrscheinlich, der ein Pi in irgendwelchen Quantenfeldtheorien einen Fehler erkennt, ne? In irgendwelchen komplizierten Rechnungen. Aber einer, der in den Hörsaal geht, sucht sich einen leeren Platz und so und setzt sich dahin. Das gibt es, glaube ich, noch nicht. Okay. Ja, vielen Dank in diesen Einblick in die Welt der neuronalen Netze, in die künstliche Intelligenz in dieser Form. Noch einen herzlichen Applaus von unserem Mini-Saalpublikum hier.
Nach einer ganz kurzen Umbaupause, Herr Kinzel, machen wir weiter mit unserem nächsten Vortragenden. Wir brauchen eine Minute, um uns hier frisch zu verkabeln. Er sitzt da schon im Publikum. Also, kurze Pause für unseren Stream und dann geht's weiter. Zweiter Vortragender heute ist Benedikt Sochor vom DESI, heute aus Hamburg angekommen. Ja. Ja, prima. Du bist Physiker dort? Ich bin dort Wissenschaftler, genau. Ich habe hier in Würzburg Physik studiert. Ah, da und, die Verbindung hierher. Genau. Ich arbeite da beim Teilchenbeschleuniger Petra 3 an einer der Experimentierendstationen. Mhm. Experimentierendstation, also was wir immer so Beamline nennen und genau, immer überlegen genau, in der Kommunikation, genau. Wie nennt man das? Vielleicht das ganz kurz, um das zu verstehen, das ist ja dieser Ringbeschleuniger, der schickt Licht raus und da ist dann so eine Experimentierstation. Das ist die Bier-Experimentierstation? Nein, das ist nicht die Bier-Experimentierstation, das ist die Beamline P03, die Mikro- und Nanofokus-Röntgenstreu-Beamline. Und was das mit Bier und Wein zu tun hat, das erfahren wir hoffentlich in den nächsten 15 bis 20 Minuten. Und auch hier gilt wieder, wenn ihr im Chat da draußen Fragen, Wünsche zu Geschmacksproben habt oder Vorschläge, welches dieser Biere wir nach der Veranstaltung als erstes trinken sollen, dann schreibt uns das bitte in den Chat. Bitte schön, die Bühne ist deine. Dankeschön und danke für die Einladung, dass ich hier sprechen darf heute und dass ich zurückkommen durfte nach Würzburg, nachdem ich im April nach Hamburg gezogen bin, um wie gesagt dort als Wissenschaftler am DESI zu arbeiten. Genau. Der Vortrag heißt Bier und Wein durch die Röntgenbrille. Aktuell kann man sich dann natürlich wieder mal an James Bond erinnern mit dem neuen Film. In einem älteren Teil der Serie Die Welt ist nicht genug gibt es die berühmte Szene, wo James Bond im Casino sich die Röntgenbrille aufsetzt, einschaltet und auf einmal sieht, wo die Waffen seiner Gegner überall sind. Das wäre schön, wenn das so einfach ginge. Allerdings ist es mit Röntgenstrahlung nicht so einfach in der Erzeugung, dass man das natürlich in eine Brille verpacken könnte. Das ist bestimmt hier während der Highlights der Physik schon angesprochen worden, wie Röntgenstrahlen erzeugt werden können. Das geschieht im Prinzip durch beschleunigte Teilchen, die auf ein Material geschickt werden. Genau. Und entweder wechselwirken sie eben mit den Elektronen dieses Materials, aus dem das aufgebaut ist, den Elektronen der einzelnen Atome, können sie rausschlagen. Die Atome absorbieren die Röntgenstrahlen, die Elektronen und entsprechend werden dann Elektronen herausgeschlagen. Das Atom ist in einem angeregten Zustand und sendet diese frei werdende oder die überschüssige Energie, die es hat, in Form von Röntgenquanten aus. Andererseits können Röntgenstrahlen auch erzeugt werden, geladene Teilchen, vorwiegend Elektronen, durch elektromagnetische Felder oder Kräfte abgelenkt werden und dabei ihre Energie abgeben, die sie durch den Richtungsverlust verlieren. Das ist dann zum Beispiel das Prinzip von so einem Synchrotron. Aber wie ich gesehen habe, gibt es hier in der schönen Ausstellung auf dem Marktplatz einige Plakate dazu, auch zum Beschleuniger, an dem ich arbeite.
Petra 3, aber auch von Bessi 3, das Synchrotron hier in Berlin in Deutschland. Genau. Warum sollte man sich zum Beispiel sowas wie Bier oder Wein auch mit Röntgenstrahlung angucken? Wenn man es sich im sichtbaren Bereich anguckt, wir gießen es in ein Glas gedanklich, dann ist Bier in der Regel eine gelbe Flüssigkeit mit ein paar Bläschen drin und einem Schaum drauf. Und Wein ist entweder rot oder weiß oder, wenn man es bevorzugt, die Mischung von beiden, ein Rosé, ein bisschen rötlich. Genau. Woraus besteht das nun aber? Das besteht im Wesentlichen aus Wasser. Dann natürlich entsprechend der Sorte, die man präferiert. Ein Starkbier, ein leichtes Bier, ein Radler, ein Wein. Unterschiedlichem Volumenprozenten an Alkohol. Und andererseits dann natürlich aber auch noch aus anderen Bestandteilen. Zusatzstoffen würde ich sie jetzt mal nennen. Zum Beispiel Überreste der Hefe oder des Malzes oder der Fruchtzucker, die noch drin sind. Im Bier und im Wein sind es dann auch noch sogenannte Bitterstoffe. Und natürlich die Farbstoffe, die diesen Materialien ihre Farbe geben. Diese Farbstoffe sind in der Regel kleine organische Moleküle. Und weswegen das Bier zum Beispiel gelb ist, ist diesen Farbstoffen geschuldet, die diesmal aus dem im Hopfen zu finden sind des Bieres. Diese absorbieren eben gewisse Bande des sichtbaren Lichts, in dem Fall vorwiegend die des ultravioletten und blauen Bereiches. Und die fehlen dann eben im Spektrum und der Rest wird reflektiert. Und aufgrund dieser additiven Übereinstimmung oder der Addition dieser Bestandteile des Spektrums entsteht dann aus der Mischung dieser Farben der gelbe Eindruck dieses Farbstoffes. Genau. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Bier in dunklen Flaschen in der Regel verkauft wird. Wenn man ein Bier länger im Sonnenlicht stehen lässt, an einem schönen Tag im Biergarten, es vergisst bei einer guten Unterhaltung, dann kann es durchaus sein, wenn man ein paar Stunden später davon einen Schluck nimmt, ist natürlich nur noch wenig Kohlensäure drin. Aber es könnte auch ein bisschen ranzig oder fahl schmecken. Das liegt daran, dass eben zum Teil die Bitterstoffe, die auch vom Hopfen kommen, mit dem ultravioletten, den ultravioletten Bestandteilen des Lichts wechselwirken, aufspalten, die Bindungen aufspalten und über einen relativ komplexen chemischen Prozess entstehen dabei eben Verbindungen, die auf der Zunge so einen ranzigen Geschmack hinterlassen. Genau, deswegen Bier oftmals in braunen Flaschen, um eben diesen ultravioletten Anteil schon im Glas zu absorbieren. Genau, wo können wir noch hingehen? Wir können uns natürlich mal die Hefe angucken, die vielleicht noch in einem Bier so drin rumschwimmt. Diese Hefe ist in der Regel aber für den Röntgenblick nicht ganz so interessant, denn diese Hefe ist relativ klein, wenige Mikrometer. Allerdings kann man die zum Beispiel noch in einem Lichtmikroskop sich tatsächlich angucken. Man könnte sich also so einen Tropfen Bier oder Wein auf ein Glasplättchen geben und unter ein Lichtmikroskop bringen. Und man würde tatsächlich diese kleinen Hefe-Mikroorganismen sehen, die eben für die Gärung zuständig sind und die Fruchtzucker, die im Malz oder in den Trauben, in der Fructose dort vorhanden sind, nach und nach aufspalten, enzymatisch und in Alkohol umwandeln. Dieser Vorgang dieser enzymatischen Aufspaltung, das wiederum ist vielleicht ein Bestandteil dieses Prozesses, der mit Röntgenstrahlung prädestiniert ist zu untersuchen, denn da versagen dann doch die meisten bildgebenden Methoden, wie zum Beispiel die Lichtmikroskopie. Denn die Bestandteile, besonders die Enzyme, die da am Werke sind, die sind dann nur noch wenige Nanometer groß. Um nochmal ein Gefühl zu geben, bestimmt da ist das auch schon in den einigen Vorträgen passiert, aber die ein Nanometer, um es sich bildlich vorzustellen, wäre zum Beispiel so etwas, wenn man sich die Erde als Planeten vorstellt und auf dieser Erde eine Erbse suchen würde aus dem Weltall.
Das wäre so die Längsskala, um zu vergleichen, was ein Nanometer zum Beispiel im Vergleich zu einer makroskopischen Größe bei uns ist. Und da versagt eben das sichtbare Licht in zum Beispiel Form der Lichtmikroskopie, um sich so etwas anzugucken, wie diese Enzyme aussehen, die diese Spaltung vornehmen. Und da kommt nun eben die Röntgenstrahlung ins Spiel, denn Röntgenstrahlen wechselwirken mit Materie, und zwar in der Form wieder, dass die Röntgenquanten, wie wir nach Einstein wissen, von den Atomen in der Materie absorbiert werden können, was wiederum Elektronen freisetzt. Die Atome sind wieder in einem angeregten Zustand und würden das dann wieder in Form von weiterer Röntgenstrahlung aussenden oder sie sichtbarem Licht. Das ist dann die sogenannte Fluoreszenz. Es kann aber auch sein, dass die Atome das Röntgenquant nicht vollständig absorbieren und in einen angeregten Zustand übergehen, sondern dass die Röntgenstrahlung, vorgestellt als eine elektromagnetische Welle, tatsächlich die einzelnen Atome in der Materie zu Schwingungen anregt. Das bedeutet, abhängig von der Wellenlänge würden dann die Atome anfangen, mit derselben Frequenz wie die der einfallenden Röntgenstrahlung zu vibrieren. Und aufgrund dessen, dass zum Beispiel dort die Elektronen zum Beispiel vibrieren können, sind das wieder geladene Teilchen, die sich bewegen. Und geladene Teilchen, die sich bewegen, senden wieder Röntgenstrahlung aus. Das ist so ein sehr bildlicher, eine bildliche Vorstellung dessen, was man als Streuung sich vorstellen kann. Das bedeutet eben, dass die Wellenlänge des Lichts, die ich auf meine Probe bringe, wieder dieselbe Wellenlänge hat, mit der die Strahlung abgelenkt unter einem anderen Winkel aus der Materie hinausgeht. Genau. Mit diesen zwei Methoden, zum Beispiel der Röntgenabsorptionsspektroskopie oder Fluoreszenzspektroskopie und eben mit der Röntgenstreuung, ist es möglich, sich solche Moleküle, solche Makromoleküle, wie es eben diese Enzyme sind, die aus verschiedenen Proteinen bestehen können, die dann wiederum aus verschiedenen Aminosäuren bestehen, ist es möglich, die zu untersuchen. Das ist natürlich auch wieder schwierig, wenn man es jetzt rein in dem Tropfen Bier versucht zu tun. Denn da bewegen sich natürlich diese Enzyme vielleicht noch hin und her oder auch während des Vorgangens des Aufspaltens ist es natürlich alles in Bewegung, weswegen es von Vorteil sein könnte, dafür gibt es eben verschiedene experimentelle Methoden, diese Enzyme einzufrieren. Das wurde auch gemacht, zum Beispiel für die Alkohol-Dehydrogenase. Das ist dieses Enzym, was zum Beispiel in Backhefe die Fruchtzucker aufspalten kann in Alkohol. Und um dies eben besser untersuchen zu können, kann man dieses Enzym dazu zwingen, Kristalle zu formen. Kristalle aus mehreren Molekülen, aus mehreren Enzymen, die sich periodisch anordnen. Das kann man entweder über Temperaturen tatsächlich steuern, indem man diese Lösungen erhitzt, aber in der Regel tut man das, indem man sozusagen das Wasser oder das Lösemittel, in dem diese Enzyme schwimmen, derart beeinflusst, zum Beispiel durch Zugabe verschiedener Salze oder anderer Substanzen, dass sich sozusagen die Wechselwirkung des Lösemittels oder des Wassers mit diesen Enzymen soweit negativ auf die Enzyme auswirkt, also dass es nicht mehr sonderlich präferierbar ist für sie, das zu tun, dass sie sich sozusagen selbst organisieren in Kristallen. Und anhand dieser Kristalle ist es dann tatsächlich möglich, zum Beispiel auch an Petra 3 gibt es dafür dedizierte Beamlines, das sind die sogenannten Protein-Kristallographie-Beamlines, mit denen es möglich ist, genau die molekulare und sogar atomare Zusammensetzung dieser Moleküle, dieser Enzyme zu untersuchen. Was man da dann eben am Ende bekommt, ist, dazu benutzt man eben so etwas wie Röntgenstreuung oder Röntgenbeugung, weil es an einem Kristall, an einem periodischen Gitter stattfindet. Und was man daraus bekommt, sind dann solche Elektronendichtekarten. Das hört sich jetzt sehr verwegen und abstrakt an, aber im Wesentlichen ist es ein 3D-Bild auf
molekularer Ebene von diesem Molekül, was man bekommt. Und für verschiedene biologische Proben, eben auch für dieses ADH, das Alkohol D, die Alkohol-D-Hydrogenase, gibt es das im Internet in der sogenannten Protein-Database. Gibt es diese Elektronenkarten, die dann für Wissenschaftler zur Verfügung stehen, um zum Beispiel Experimente damit zu machen. Genau. Dann könnte man sich aber natürlich jetzt auch überlegen, wir wollen nicht einfach nur die Zusammensetzung dieses Enzyms wissen, sondern wir möchten jetzt tatsächlich verstehen, den chemischen Zusammenhang oder die chemische Reaktion beobachten. Das wäre natürlich das absolut Beste, um zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Der Vorgang der Gärung im Alkohol oder auch im Wein ist natürlich jetzt ein Beispiel, was sehr, sage ich mal, es ist ein sehr alter Vorgang, ein Kulturgut des Brauens. Das ist natürlich über Jahrhunderte schon verfeinert worden. Und dieser Vorgang ist nun von der Chemie her vielleicht einigermaßen verstanden, aber ähnliche Experimente könnte man natürlich mit Enzymen oder auch mit Wirkstoffen machen, die dann später für die medizinische Anwendung von sehr großer Bedeutung sind. Um das eben hinzukriegen, kann man auch Röntgenstrahlung benutzen oder wird man wahrscheinlich Röntgenstrahlung imperativ benutzen müssen. Allerdings sind dafür solche Synchrotrons, an denen ich tatsächlich arbeite, wahrscheinlich immer noch nicht die richtige Wahl, da die zeitliche Auflösung noch nicht gut genug ist. Also sprich, diese Reaktion, dieses Aufspalten der Bindungen und Reorganisieren, besonders das Zusammenspiel und das Formen von Bindungen und dem Aufbrechen von Bindungen, das findet halt so auf Zeitskalen von Nano bis Femtosekunden statt. Also tatsächlich weit unter dem, was man aktuell vielleicht so sich noch vorstellen kann. Also das ist auch noch weit unter dem, was so an Diffusion in solchen komplexen Lösungen wie Bier oder Wein stattfindet, was so auf Millisekundenbereichen stattfindet. Genau. Um solche Experimente oder Informationen zu bekommen, wäre es dann von Vorteil oder in Zukunft bestimmt möglich, an sogenannten freien Elektronenlasern zu messen. Das ist eine Weiterentwicklung oder ein Zuspitzen der Synchrotron-Technik. Und zwar werden hier die Elektronen nicht mehr auf einem Ring gehalten und dann durch verschiedene magnetische Elemente in ihrer Bahn beeinflusst, um Röntgenstrahlung zu erzeugen, sondern sie werden erzeugt und dann auf einem mehrere Kilometer langen geraden Teilstück linear beschleunigt, nahe der Lichtgeschwindigkeit zu extrem hohen Energien. Und während dieser ganzen Zeit, während sie beschleunigt werden, erzeugen sie in einem sehr, sehr langen magnetischen Element, das auch mehrere hundert Meter lang sein kann, werden sie auf diesen Bahnen so schlangenförmig geführt. Und interessanterweise, wenn man nun einen Bündel von diesen Elektronen erzeugt und dort hineingibt, wird nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Strecke in diesem periodischen Feld, findet eine Sortierung der Elektronen statt. Und zwar aufgrund dessen, dass das Elektronenbündel eine gewisse Ausbreitung hat in horizontale und vertikale Richtung. Es sind eben die einzelnen Positionen der Elektronen unterschiedlich in diesem Bunch. Hält man sie nun lang genug beschleunigt auf derselben Energie oder immer weiter beschleunigt in diesem magnetischen Element auf dieser Bahn, werden sich entsprechend die Elektronen, die weiter innen sind, gruppieren in dem Bündel, die Elektronen, die weiter außen sind. Und dadurch bekommt man eben so eine Staffelung der Elektronen. Und dies wiederum erzeugt dann im Endeffekt eine Emission of Light, also sowas ähnliches wie ein Laserlicht. Ein sehr gerichtetes, kohärentes Licht innerhalb eines Bündels. Genau, und mit diesen Röntgenquantenbündeln, hochenergetisch, hochintensiv, sehr eng in der Zeit gepackt, ist es dann möglich, einzelne Moleküle, die von dieser Wellenfront
des Röntgenbündels getroffen werden, zu zerstören. Aber während dieser Zerstörung kriegt man eben auf einer sehr, sehr kleinen Zeitskala, eben in dem Bereich von Pico oder Femtosekunden, Informationen über den Prozess des Aufspaltens, des Zerstörens und dadurch Informationen über das Molekül, wie es eben aussieht. Mit solchen Methoden wäre es dann zum Beispiel denkbar, ganz plakativ gesprochen, indem man so ein Bier in eine Spritze füllt, in einen sogenannten, in so eine Art Sprühdose, die eben an ihrem Ende einzelne Moleküle, einzelne Tröpfchen dieses Biers in den Strahl hineinschießen kann, dass man eben dadurch zum Beispiel sich die Spaltung dieser Fruchtzucker durch diese Enzyme angucken kann, die man eben verschiedene Bestandteile des Biers, verschiedene Tropfen mit dem Röntgenstrahlen trifft, zerstört zu verschiedenen Zeiten und dann wieder die Filme sozusagen zusammensetzt, um tatsächlich am Ende einen Film zu bekommen, wie eben diese Enzyme angreifen, den Fruchtzucker aufbrechen und Alkohol dabei entsteht. Genau. Aktuell ist ja immer noch die Corona-Krise, deswegen wäre es wahrscheinlich erst im nächsten Jahr möglich, dass neben so einem freien Elektronenlaser dann nicht nur Röntgenstrahlen Bier vernichten können, sondern dann auch wieder mehrere Menschen auf dem Münchner Oktoberfest auch mehrere Liter dieses schönen Getränks vernichten können. Genau. Und ich danke dann schon mal für die Aufmerksamkeit und wäre offen noch für Fragen, wenn es die gibt. Ja, vielen Dank, Benedikt. Da kriegt man wirklich Durst, insbesondere weil unsere Deko hier so schön rumsteht. Der Chat ist wahrscheinlich schon mit Biertrinken beschäftigt. Ich habe mehrfach plump gereimt und versucht, zu Fragen zu kommen. Da kam wenig. Aber dafür sind wir hier auch da. Ich frage mal gerade das Publikum oder in meine Kameramenschen, gibt es Fragen zum Bier? Ansonsten hätte ich nämlich zunächst mal die Frage, kann man allein an der Komplexität der Rückmeldung der verschiedenen Signale, wenn man die Dinger wirklich ins Messgerät hält, sagen, das ist jetzt ein Bier, wo man sagt, es gibt ja auch diese blumigen Beschreibungen immer. Blumiges Signal, blumige Beschreibung, kann man das sagen? Und simple Biere mit wenig Peaks in irgendeinem Spektrum sind auch eher einfach im Geschmack. Ist das so? Das Interessante ist, dass tatsächlich mehrere Bier- und Weinsorten natürlich schon auch an solchen Strahlquellen untersucht wurden oder auch mit Labormethoden, um genau solche Fragen zu stellen. Interessanterweise oder auch bedenklicherweise kamen dort aber andere Ergebnisse raus, nämlich zur Belastung von solchen Bieren oder Weinen mit Schwermetallen oder anderen Sachen, die halt abhängig natürlich dessen, wie die Umgebung des Weingutes aussieht, wo es gelegen ist, mit in den Wein hineingehen. Zur Komplexität lässt sich natürlich sagen, je nachdem, wie natürlich so ein Bier gebraut wird, dem Stammwürzegehalt ändert sich natürlich dann das Signal, das man erwarten würde. Aber ja, sowas wie der Geschmack ist natürlich subjektiv und das ist schwierig zu quantifizieren und dann etwas festzumachen. Aber so ein helles von einem Pale Ale unterscheiden, das geht im Gerät? Die Streusignale sind anders, wenn es darauf hinausläuft, ja, die Streusignale sind anders. Die Interpretation ist dann oftmals noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, es ist definitiv möglich, unterschiedliche Biersorten aufgrund ihrer Zusammensetzung auch zu unterscheiden. An welchen dieser vielen Röntgenquellen würde man jetzt sagen, wenn ich als Bierhersteller oder als Weinhersteller sagen will, ich will serienmäßig eine Analyse machen, die ich zumindest mir gut aufs Marketing draufschreiben lasse. Gehe ich da an Petra 3, gehe ich zu Bessie, gehe ich ans ESRF oder was würde so ein universelles sieht gut aus Siegel gut produzieren lassen? Natürlich, wenn man zu so einer Beschleunigerquelle geht, das macht sich wahrscheinlich als Siegel, um es drauf zu packen, besser. Aber man kann bis auf jetzt die Proteinkristallographie, also sowas wie die Röntgenabsorptionsspektroskopie oder auch die normale Röntgenbeugung, ohne dass man jetzt sozusagen die Mikrostruktur analysieren will, sondern einfach nur tatsächlich die Zusammensetzung, die abhängig ist von der atomaren Zusammensetzung, die kann man auch tatsächlich im Labor mit Röntgengeräten untersuchen. Das ist möglich. Das wird auch tatsächlich von zumindest staatlich geprüften Stellen, um eben diese
Belastung mit Schwerelementen zu tun, wird das auch schon gemacht. Noch eine letzte persönliche Frage. Du kommst ja jetzt hier aus Würzburg, aus einer Gegend, wo in braunen Flaschen abgefüllt wird primär. Bist jetzt nach Hamburg umgezogen, da wird primär in grünen Flaschen abgefüllt. Hast du das schon im persönlichen Genuss bemerkt? Da muss ich tatsächlich sagen, dass das fränkische oder auch das bayerische Bier natürlich mir persönlich deutlich besser schmeckt als das aus Hamburg. Ob das jetzt an der Farbe der Flasche liegt, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber ja, sagen wir einfach mal ja. Wenn es in braunen Flaschen abgefüllt wäre, dann würde es bestimmt besser schmecken. Okay, ja gut, damit vielen Dank erstmal für diese persönliche Info am Ende. Vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte ganz kurz zum Schluss nochmal auf die weiteren Programmpunkte der Highlights der Physik hinweisen, die morgen noch quasi einen kulminierenden Höhepunkt bieten. Wir haben von 10 bis 17 Uhr unsere Zeltausstellung nochmal geöffnet. Also dieses Zelt, wo man hier im Hintergrund auch sehen kann, was für tolle Exponate hier rumstehen von dieser Sorte Flur. Haben wir 3 solcher Flure. Ihr habt die bestimmt auch schon in der Online-Version gesehen unter highlights-physik.de oder hdphysik3d.de findet ihr die ganzen Inhalte, die hier in der Ausstellung vorliegen. Morgen im Vortragsprogramm, Antje Vollmer von Bessi wird über das erzählen, was man dort an der Synchrotronquelle vermessen kann. Der Marc Benecke ist morgen im Vortragsprogramm in Glauben und Wissen. Wir haben am Abend ein Konzert mit Musik von James Bond und Metin Tolan wird die Physik von James Bond darlegen. Und das ist dann auch tatsächlich das Ende der Highlights der Physik. All diese Sachen könnt ihr euch im Livestream anschauen. Für einzelne der Vorträge, die ihr im Programm findet, gibt es auch noch Einlasskarten für den Audimax hier in Würzburg. Aber gerade die Highlights sind tatsächlich schon ausgebucht. Wer zu spät kommt, der muss Stream gucken. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für unsere beiden Redner, dass sie hier waren. Herr Kinzel, Benedikt Socher, vielen Dank dafür. Mein Name ist Jens Kube. Ich bedanke mich bei meinem Team und wünsche euch allen eine ruhige Nacht, einen schönen Freitag und Prost, falls ihr auch noch sowas zu Hause stehen habt. Dankeschön.